Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Let's Play Watch Dogs 2. Ja, wir müssen uns jetzt hier am Pier mit so einer Person treffen. Keine Ahnung, wer das ist, aber wir werden es jetzt herausfinden. Retro, ich habe das für dich klar gemacht. Gut, kommst du nicht mit? Gehört alles dir. Wenn der Kahn in Reichweite kommt, bringt dich das hier schnell dahin. So, gelange auf den Kahn. 2 Kilometer, okay. Das wird lustig. Marcus, ich habe jeden dieser Schiffshacks mit der Aktivität an der New Yorker Börse abgeglichen. Jeder davon fiel genau in die Vorlaufzeit von volatilen Handelsperioden, sogar schon ab 2007. 2007? Warte mal, dann war also die Finanzkrise... Ein früherer Bellwether-Test, eine Manipulation der Ankaufs- und Ausgabemuster in einem bereits anfälligen Markt. Aber wie konnten die ordentlich Shoeboys darauf so früh Zugriff haben, außer... Außer sie hatten Zugriff darauf. Glaubwürdige Abstreitbarkeit? Vielleicht. Ach du Scheiße. Ja. Ich hab den Kahn erreicht. Bleib auf Sendung. Du bist ohne Rettungsleine da draußen. Ich werde schon nicht ertrinken. Ich gehe rein. Wünscht mir Glück. So. Was ist dein Plan? Unser Elektroschopper. Dieser Größe könnten hunderte Server sein. Ich muss das Admin-Terminal hacken, um unseren Server zu finden. Ich habe keine Verstärkung mehr. No mames. Aha. Ah, wie bekomme ich jetzt hier den Schlüssel, Mann? Er hat einen von uns getötet, Jungs. Passt auf euch auf. Ich habe eine Idee. Ach du Scheiße, Alter. Oh nein! Schuss war am Ziel! Was ist das? Alter, was geht hier denn ab? Hab ihn erwischt! Was so? Wie ist der entkommen? Haha. Der Obizopper ist halt raffiniert.
durchhalten. Ich werde dir irgendwie... Ich schicke dir einen Ruf von dem Typ. So. Ich rasiere euch alle mit Shampoo am Nacken. Boah, diese Waffe ist so brutal, Alter. Hast du Angst? Aufpassen! Scheiße! Halt die Waffe! Geh mit Deckung! Bleib dir da hin! Alter! Digga. Köpfe unten halten! Runter! Ich warte auf die nächsten. Oh Gott, Alter. Jetzt mach doch mal hinne hier. Auf, los. Ach, ich renne jetzt einfach raus. So. Oh. Geld, Geld, Geld. Geld, 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 Geld. Jawohl, Alter. Die schießen auf mich da los. Oh, so viel Waffen, ey, so viel Luxus hier. So, jetzt kann ich ungestört hier rumrennen. Jawohl, Alter, der Hobbyzocker fühlt sich jetzt richtig wohl. Obwohl, er rennt ja noch einer. Oh, noch besser. Hier ist ein Geld. Geld regiert die Welt. Aha. Lol. Der wollte mich eben absnipern, der Typ, alles klar. Wenn der mich jetzt getroffen hätte, ich wäre so ausgerastet, ey. Du hältst jetzt deine Schnauze, so. Wir müssen aber eins nach oben. Die Frage ist, ah. Ja, jetzt müssen wir aber noch eins nach oben. Perfekt.
Erreiche den Server. Mal sehen, ob die Backdoor noch okay ist. Hab den Hauptserver auf ihrem System, muss ihn nur noch physikalisch lokalisieren. Der ist da irgendwo da unten. Was die unter Tragbar verstehen, könnte alles Mögliche sein. Oh? Was glaubst du, wie groß das Ding ist? Industriegröße. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ah, hier unten war ich auch noch nicht. Ich hab den Server. Wie genau kriege ich das Ding jetzt von Bord? Die Pläne, die du gefunden hast, zeigen einen Aufzugsschacht. Da steht, das ist ein Riesending, Mensch. Halt den Mund! Ich rede von diesem Aufzugsschacht. Schon verstanden. Schaff den Server auf Deck und wir kümmern uns um den Rest. Ach du Scheiße. Muss ich irgendwie nach oben oder was? Ah, ist so dunkel, ich erkenne auch nichts. Oh Gott. Ich gehe besser mal nachschauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht, dass das jetzt eine Bombe war oder so, dann habe ich es richtig verkackt. Ah. Ich sollte mich besser nochmal draufstellen, das wäre sinnvoll. Jetzt müsste eigentlich was passieren. Ah ja, okay, perfekt. Was ist jetzt? Wo bist du? Du müsstest mich jetzt eigentlich sehen. Nach was muss ich suchen? Ach du Sch... Was war das jetzt? Lol, was war das jetzt? Erklärt mir das mal einer. Fuck! Oh Gott! Oh Scheiße! Lass schnell wieder runter! Oh Gott. Okay. Okay. Was? Fuck. Hey, Josh. Lol. Wie oft hast du das Ding schon geflogen? Ruhe. Und da haben wir eben den Baluin mit seiner neuen Drohne gesehen. Wie er da unsere Kiste abholt. Schöne Grüße an den Baluin LP. Ja. So. War ja eigentlich auch ein Kinderspiel. So, was passiert jetzt? Ich bin gespannt. Wissen Sie, Michelle, wir sind froh, dass die Hacker endlich zur Rechenschaft gezogen wurden. Dies zeigt deutlich einen Fehler im System. Von den Tiefseekabeln bis zur Spionage und Sabotage durch Gruppen wie DedSec. Ich sag Ihnen eins. Bloom arbeitet an einem Projekt, das dieses Problem eliminiert. Der Pisser hat den Hackern Bellwether Zugang gewährt, damit sie es testen. Dann hat er den Angriff als Schwachstelle der Tiefseekabel dargestellt. Der Arsch hat's echt drauf. Jetzt melden sich mehr Firmen für Blooms Satellitenpipeline an. Dann feuern wir jetzt aus vollen Rohren auf Dushan. Okay, wir lassen ihn öffentlich aufhängen, wie den scheiß Mussolini. Das ist doch keine Lösung, Mann. Auf unseren Ärschen sitzen auch nicht, aber okay? Wir sitzen nicht auf unseren Ärschen. Warum ich dich bitte, Mann! Er ködert uns. Glaube ich. Er versucht ein letztes Mal, uns in den Dreck zu ziehen, als Gefahr. Und wir sind eine Gefahr. Wir waren uns doch alle einig, nach unseren eigenen Regeln zu spielen, oder nicht? Gut. Wir haben fast alles zusammen, um ihm zu schaden. Dauerhaft. Gehen wir alle wieder an die Arbeit. Und bringen wir die Sache zu Ende. Hm? Ja. Alles klar. Wunderbar.
Trophäe erhalten. Du bist auf einem Schiff. Lol. Jetzt aber nicht. Jetzt bin ich im Geheimversteck. Ach, da bekomme ich doch direkt gute Laune. Jawohl. Gut. Dann war's das wieder von der Seite. Hab noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag und damit bin ich wieder weg und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde.